Max und Sano, ich glaube, euer Pflaumenbaum ist tot. Sano und Andrea, heute werden eure Samen ausgesät. Dieses Video wird sich also voll und ganz um das Thema Food Forest drehen. Ich will am Ende des Videos einen fertigen Food Forest haben, damit ich hier nur noch wässern muss und im Juni, Juli eventuell nochmal nachsehen muss. Ich zeige euch die Projekte. Projekt Nummer 1, ich möchte diese 3 Obstbäume pflanzen. Projekt Nummer 2, ich will die Autodusche wieder in den Stand bringen. Projekt Nummer 3, ich möchte diese Hügelkultur neu aufbauen, wie dieser Kommentar. Und das größte und schwierigste Projekt, ich will alles aussehen und bepflanzen, damit alles ready ist. Dann starten wir gleich mit Projekt 1 und pflanzen die Bäume. Hier gibt es allerdings ein ziemlich großes Problem. Dieser Bereich hier scheint sehr gut zu funktionieren. Wir haben hier einen Birnbaum, ich habe hier Feigenbäume gepflanzt, Pfirsich, 2 Apfel. Und ab hier wächst alles relativ bescheiden. Ich habe bei dem Pfirsichbaum eine Bodenprobe genommen und ich habe gesehen, dass man da nur so 20 cm Erde hat und dann kommt eine riesen Sandschicht. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum dieser Baum am Sterben ist. Ich gebe dem noch eine Woche Zeit, weil der andere Pflaumenbaum der blüht und hier passiert gar nichts. Von hier kommt eine Strömung, wenn es im Winter richtig stark regnet. Und der spült, seht ihr das, ganz viel Sand hier überall hin. Deshalb glaube ich, dass der Baum gerade am Sterben ist. Dem Pfirsichbaum geht es überhaupt nicht gut. Die Früchte sind abgefallen, das heißt, ich glaube, es gibt dieses Jahr keine Ernte. Und ich wässere den jeden Tag. Und deshalb mache ich mir jetzt hier jetzt richtig viel Aufwand. Hier soll ein Apfelbaum herkommen, den widme ich meiner Familie. Also das ist die Donut-Pfirsich, beziehungsweise die Flach-Pfirsich, meine absolute Lieblingsfrucht. Und ich würde sagen, das ist auch mein Lieblingsbaum. Und ich war schon kurz davor, hier ein paar Äste abzuschneiden, weil ich gedacht habe, die leben nicht. Und jetzt gucken wir mal nach einem Jahr, wie hier der Boden aussieht. Okay, nicht gut, aber guck mal, Erde. Nee. Man hört schon mit der Schaufel, das ist wie Sand. Aber ich denke besser wie drüben. Das heißt, wir verbessern jetzt den Boden. Ich habe da mittlerweile meine ganz eigene Technik entwickelt. Also ich orientiere mich immer an dem Hügelkultursystem. Ich glaube, das kommt der Natur am nächsten. Aber ich habe auch einige spannende Tree-Crow-Methods gesehen, wie die Alan-White-Methode zum Beispiel. Jetzt kriegt der Apfelbaum noch schönes Futter. Ich gebe ihm die Äpfel wieder zurück, wie es in der Natur üblich ist. Also mein Ziel ist es, den sandigen Boden nährstoffreich zu bekommen. Das heißt, ich werde ganz unten, und das ist jetzt auch wichtig, wo nicht die Wurzeln hinkommen, Holz vergraben, mit organischem Material bedecken, damit es schön kompostieren kann über die Jahrzehnte. Das heißt, ich werde unten versuchen, sehr organische Erde hinzumachen, dann in dem Bereich, wo der Baum dann wirklich reingepflanzt wird, ganz normale Topsoil, also ganz normale Pflanzenerde, nicht zu streng gedüngt, Wurzeln vertragen keinen sauren Boden. Weil das verwechseln sehr oft viele, der Dünger, der ist für die Mikroorganismen, der ist nicht für die Wurzel. Der Baum, der nimmt nicht die Nährstoffe auf, sondern die werden erstmal verarbeitet von den Mikroorganismen. Das heißt, gedüngt wird immer von oben. So, wir sind jetzt an der Schicht angekommen, wo der Baum dann eingepflanzt werden soll. Das heißt, der Untergrund, den habe ich noch verdichtet, damit das schön dicht wird. Und jetzt will ich noch Ton mit reinschmeißen. Das dient als Wasserspeicher, weil gerade bei sandigem Boden ist es immer gut, ein bisschen Lehm mit reinzumischen. Und das kommt ursprünglich aus dem Terra Preta Amazonas Regenwaldrezept. Deswegen kam ich auf die Idee. Und genau, ab sofort verdichte ich nicht mehr, sondern guck, dass die Erde möglichst luftig und locker ist. Cool, Leute, die Mittagshitze kommt. Jetzt ist der Boden vorbereitet, jetzt kommt der Baum rein. Okay. Und jetzt ist wichtig, ich mache hier mal so eine Art Trichter, dass die Wurzeln schön rund wachsen können. Das ist ideal eigentlich, dass das jetzt passiert ist. So, bevor das angedrückt wird, gucken, ob er gerade ist. Und jetzt alles andrücken und schön bewässern. So, der erste Baum ist gepflanzt. Für den nächsten Baum habe ich mich für diesen Ort entschieden.
Und ich war sehr fleißig die Woche und habe den Bereich schon mal vorbereitet. Erkennt ihr das überhaupt? Hier will ich die wilde Brombeere wachsen lassen, weil hier sind echt extrem dicke Stämme. Schaut euch den an, der ist dicker wie mein Finger. Richtig gut. Und die habe ich jetzt beschnitten überall. Und ja, dann ist mein Ziel, dass ich hier durchlaufen kann und mir immer was picken kann. Das ist aber ein kleines Spaßprojekt. Die Woche will ich jetzt alles in den Boden setzen. Das heißt, wir machen hier mal eine Bodenprobe. Ich habe schon eine Art Bodenprobe genommen und wollte hier einen Pfeiler reinmachen. Ich bin hier direkt an den Dornen, aber das ganze Ding verschwindet total locker. Deswegen bin ich mal mega gespannt, wie es hier drunter aussieht. Weil bei mir einfachen Baumpflanzen gibt es nicht. Jetzt werde ich erst sehen, wie viel Arbeit ich habe. Da ist mir doch tatsächlich der Plastikgriff abgefallen. Jawohl, ich glaube, das ist ein richtig geiler Standort. Wir haben einmal hier direkt das Wasser und selbst hier tief unten drin. Also ich glaube, für einen Baum ist das absolut perfekt. Ist, ja, absolut gut. Hier kommt jetzt ein Baum rein. Und ja, liebe Max und Sano, also erstmal, es tut mir mehr oder weniger leid. Den Baum werde ich jetzt aufgeben. Seit meinem allerersten toten Baum hier in diesem Food Forest goodbye zu sagen. Im Pfirsichbaum geht es sehr schlecht, ich mache mir echt große Sorgen, aber ja. Also man kann so einen kleinen Kratztest bei Bäumen in der Regel machen, ob die noch leben. Deswegen wundert mich das. Hier ist es grün. Das ist ein Zeichen, dass er lebt, aber ich denke, er lebt jetzt in diesem Moment noch, aber ich gebe ihm keine Chance mehr. Oder wisst ihr was? So schnell gebe ich nicht auf. Wir gucken jetzt mal den Wurzelballen an und vielleicht zieht er dann um. Ultra interessant, also das ist auch ein riesen Lernprozess für mich und jetzt könnt ihr hier auch lernen. Sieht gar nicht schlecht aus, finde ich. Ich weiß nicht, diese bräunliche Färbung von den Wurzeln. Aber eigentlich sollten hier jetzt mehr Wurzelstränge rausschießen, die sich neu gebildet haben. Ah ja, doch, hier sieht man ein helles Wurzelstück, das scheint neu zu sein. Wisst ihr was? Wir versuchen es. So, ich hoffe, ihr hört mich, die Strömung ist relativ laut. Aber ja, ich werde die Bäume jetzt direkt nebeneinander bepflanzen. Und ja, ich würde sagen, dann führen wir jetzt mal eine Operation am offenen Herzen durch. Und schauen uns den Baum mal richtig an. Merkt schon, das ist steinhart. Ich könnte mir vorstellen, dass beim Kauf die Erde schon so abgedichtet war. Ich heb den mal ins Wasser. Der Zecken wieder. Also der hat so viele Wurzeln. Okay, dann starten wir jetzt mit der Operation. Das ist mein Skalpell. Also jetzt werde ich schweren Herzens grob vorgehen. Okay, was man jetzt sieht, viele Wurzeln gehen von ganz unten nach ganz oben. So wie die hier. Vielleicht ist das der Grund, warum der gestorben ist. Statt dass er in die Tiefe gewachsen ist, ist er einfach nur nach oben. Das heißt, die Wurzel zum Beispiel, die jetzt hier nach oben geht, die schneide ich jetzt hier unten ab. Und ab jetzt sollte sie dann runtergehen. So, ich habe den Baum jetzt noch mal im Wasser gewaschen. Und jetzt sieht man richtig, wie die Wurzeln hier nach oben wachsen. Ein Baum wächst in der Regel ungefähr so, kann man das zeigen. Es gibt eine Pointerwurzel, die direkt nach unten geht und hauptsächlich Wasser holt. Und die hier geht aber direkt nach oben. Und dieses ganze Feingewurzel, sind praktisch die vier Finger hier oben, die sich dann flach um den Baum herum verteilen, aber hier nicht. Und ja, jetzt wird's grob, jetzt schneide ich hier das alles zurecht. Diese Wurzel hier, die schneide ich jetzt mal hier ab. Die wächst nach oben. Schneide ich alles ab, was nach oben wächst. Oh mein Gott, ein Organ wurde entfernt. So, und jetzt an alle, die sich mit Bäumen auskennt, ihr könnt mir jetzt wirklich viel helfen und mir Hinweise geben, ob ich hier gerade was extrem Falsches mache. Weil diesen Baum werde ich jetzt noch länger pflegen. Und wir machen jetzt den Top Cut. Den habe ich schon mal bei dem Apfelbaum gemacht. Das war okay. Ich gucke, dass ich drei Triebe lasse. Ich glaube, man, es reicht, wenn man einen übrig lasst, aber ja. Boah. Guck, dass ich schräg anschneid. Okay. Operation erledigt. Jetzt kommen die Medikamente. Und ja, Max und Sano, diese zwei Steine widme ich euch. Die kommen jetzt mit hier rein. Das habe ich jetzt bei allen Bäumen gemacht für meine Familie.
Und damit dieser Baum auch viel Kraft hat, kriegt er jetzt 2 Quarzsteine ganz unten rein. Dann haben wir wieder die Tonscherben, um Wasser zu speichern. Ein Stück Holz, diesmal sogar ein verkokeltes vom Lagerfeuer mit ein bisschen Kohle. Dann habe ich mir richtig gute Erde geholt. Und sieht nochmal ein bisschen dunkler aus, wie die, was vorher drin war. Wurzeln hassen Luft, das heißt hier gut abdichten. Dann muss man so ein Fingerspitzengefühl entwickeln, dass es so locker ist, dass die Wurzeln dann noch einfach wachsen können, aber so fest ist, dass da keine Luft mehr ist. So, und jetzt kommt die Medizin. Das ist Urgesteinsmehl aus Granit. Und das gibt vor allem Phosphor und das ist sehr gut für die Fruchtbildung und für die Astbildung, für alles. Und das ist für die effektiven Mikroorganismen, also deswegen von oben drauf. Und jetzt noch ein paar segnende Worte. Ein bisschen Kohle für die effektiven Mikroorganismen, Mulch und jetzt ordentlich Wasser. Und jetzt fest die Daumen drücken, dass er das überlebt. Und ja, hier ist der andere Pflaumenbaum. Man sieht, wie schön der blüht. Und ja, das ist die rote Pflaume, das ist die gelbe Pflaume. Und mit dem mache ich jetzt dasselbe. Das heißt, wieder in dem Loch unten erstmal die Holzkohle. Ja, und jetzt sieht man hier wieder richtig gut, wie die ganzen Wurzeln. Oder nicht die ganzen, das ist schon mal viel, viel besser. Die Wurzeln, die würde ich jetzt in Ruhe lassen, aber hier die, die nach oben gehen, alle so rauszupfen. Und jetzt sieht man auch, die sind viel heller, die Wurzeln. So, sieht doch viel besser aus, oder? Der kommt jetzt in die Erde. So, erster erfolgreicher Tag vorbei, 3 neue Bäume gepflanzt, ein neues Kartoffelfeld vorbereitet. Und das Hügelkulturbeet auch vorbereitet. Wir sehen uns morgen. Und einen wunderschönen Samstagmorgen. Es ist Samstag und Wochenende will ich immer meinem Körper ein bisschen Ruhe geben. Das heißt, ich suche mir heute auf jeden Fall Arbeit, die schön entspannend ist. Vor allem auch für meinen Kopf nach dem ganzen Stress und der harten Arbeit in den letzten Tagen und Wochen. Ich habe immer noch viel zu tun hier im Garten, aber ich bin so froh zu sehen, wie hier alles wächst. Also hier ist echt jeden Morgen ein anderes Bild. Die Pflanzen wachsen so schön. Die Erdbeeren bilden schon die ersten Früchte. Die Kartoffeln wachsen sehr gut. Die Bäume fangen an zu blühen. Also es ist wunderschön. Und heute ist auch ein Morgen, der extrem feucht ist. Aber ich muss sagen, das ganze Thema Bewässerung hat mir extrem die Augen geöffnet, wie die Natur eigentlich funktioniert. Das Thema Fluss zum Beispiel. Wir sehen hier die Strömung, die ich habe, die in der Regel im April austrocknet, dieses Jahr eventuell erst im Mai. Und ich habe mich ganz viel mit dem Thema Fluss und Bewässerung auseinandergesetzt. Ich habe ja auch Energie- und Umwelttechnik studiert, das heißt die ganzen Umwelteinflüsse, die verschiedenen Polarwinde, der Jetstream und so weiter, ist mir alles sehr läufig und bekannt. Was ich aber bisher nie wusste, ist, dass Flüsse durch Bäume entstehen. Ich dachte immer, die entstehen durch den ganzen Regen. Aber wenn man mal überlegt, wie in den heißen Monaten hier in Portugal oder Südeuropa, selbst im hohen Sommer noch die Flüsse da sind, obwohl es nicht regnet. Es gibt ein paar Bäume, die extrem wichtig für die Bewässerung sind. So ein Birkenbaum zum Beispiel, der kann im hohen Sommer bis zu 60 Liter am Tag verdunsten. Das heißt, wir sehen es mit dem menschlichen Auge gar nicht. Aber wenn man sich dann mal die Blätter anschaut, dann sieht man, wie dort die verdunstete Luftfeuchtigkeit sich sammelt und wieder runter tropft. Bei Pfirsichbäumen kann ich das immer am besten beobachten. Seht ihr, wie feucht es ist? Und wenn jetzt Wind kommt, ein Tropfen habe ich gesehen. Und somit Flüsse kreiert. Und diesen Vorteil nutze ich auch hier im Food Forest Design. Die Oberschicht, wie ein Birkenbaum zum Beispiel, der Mutterbaum, versorgt dann die Unterholzschicht, die zweite Schicht, passiv per Tröpfchenbewässerung. Und so geht es dann weiter über die Büsche und so weiter. Und wenn man dann noch alles ordentlich mulcht, so wie es in der Natur normal ist, Bäume verlieren immer Blätter, in der Natur ist es eigentlich immer gemulcht,
speichert man die Luftfeuchtigkeit auch noch im Boden. Ja, liebe Sana, liebe Andrea, jetzt geht's an eure Samen. Ich habe den ganzen Bereich hier schon ausgesät, außer hier. Und dieser Bereich wird nur mit euren Samen ausgesät. Und ja, ich bin jetzt schon seit Wochen, wenn nicht seit Monaten oder vielleicht sogar ein ganzes Jahr am Visualisieren, wie ich alles kreuz und quer pflanze, was in der Permakultur gut miteinander funktioniert, welche Samen ich auch von euch habe. Und ja, das heißt, ich beginne jetzt den Tag ganz gemütlich, designe ein bisschen die Fläche, mache mir Gedanken und dann zeige ich euch das. Also Andrea und Sana, ich habe ja letztes Jahr schon eure Samen benutzt, aber letztes Jahr war mein allererstes Gartenjahr ganz alleine und ohne Erfahrung will ich darüber eigentlich nicht viel reden. Ich will kein falsches Halbwissen verbreiten. Aber ja, man sieht, ich habe hier schon gegärtnet, die Erde ist okay, würde ich sie mal sagen, oder eigentlich schon gut, ja. Die muss ich jetzt noch auflockern. Ich habe hier schon zwei Feigenbäume gepflanzt. Schaut mal, die kleine Süßrich. Und ich sehe jetzt, hier bilden sich Blätter. Und ich habe in das Loch mit dem Steckling gleich ganz viele Samen ausgesät. Und hier kommen die auch schon. Das ist eine Baum-Crow-Method, sorry mein Deutsch, das ich einfach mal spontan ausprobieren wollte. Was passiert, wenn man einen Baum pflanzt und in das Erdloch auch noch Samen wie Bohnen, Salat und so weiter reinpflanzt? Und hier ist die zweite. Und ja, mir ist es sehr wichtig, dass euer Gartenstück auch zu dem anderen passt. Meine Idee ist, hier in der Mitte alles große Pflanzen zu haben. Süden ist hier, dann hier kleiner werdend und hier ganz klein, in dieselbe Richtung hier. Das heißt, ich will hier in der Mitte die größte Pflanze und in dem Fall wird das eine von meinen eigenen Samen, eine Cannabis- bzw. Brokkoli-Pflanze, hier oben in der Mitte. Und dann gehört der linke Bereich, Andrea, dir. Das heißt, ich will hier deine Paprika haben. Die sollte dann ein bisschen kleiner wie die Cannabispflanze sein. Und hier dann absteigend runter. Das heißt, hier kommt wahrscheinlich Brokkoli und hier der Rosenkohl. Und für dich, Sana, geht es dann in diese Richtung. Das heißt, ich werde hier wahrscheinlich deine Tomaten pflanzen, hier deine Zuckererbsen. Und überall, wo ich Lücken habe, auch bei dir, Andrea, mit Karotten, Pastinake, alles, was ich von euch habe, noch auffüllen. Und ja, ich muss sagen, ich fühle mich heute echt extrem gelassen und emotional auch irgendwie. Und ich möchte diese zwei Bäume genauso ebnen und heiligen wie die anderen zwei. Deswegen habe ich hier auch zwei Kristallsteine und ich fühle mich gerade echt extrem danach zu meditieren. Und ja, liebe Andrea, ein Stein für dich. Liebe Sana, ein Stein für dich. Und ja, jetzt meditiere ich erstmal eine Runde und gebe diesen süßen Baum und diesen süßen Baum viel Kraft und Liebe. Und auch für diesen Bereich gibt es wieder Tonscherben. Dann noch ein bisschen Kohle und Urgesteinsmehl aus Granitstein. Und dann habe ich hier noch die richtig gute Aussaaterde. Schaut es euch an, selbst geerntet. Da kommen jetzt die Samen rein. So, Andrea, ich zeige dir jetzt am Rosenkohl, wie ich das mit allen Samen mache. Eigentlich muss man den voranziehen, aber ich mache das jetzt hier per Direktaussaat. Dafür habe ich hier die Aussaaterde, mache hier eine kleine Kuhle in die Aussaaterde. So, und ich mache jetzt mal 5 Samen hier rein. 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt ganz leicht bedecken, andrücken. So, Sana, für dich, bei dir zeige ich dir jetzt eine Reihe von deiner roten Rübe. Die haben letztes Jahr recht gut funktioniert. Und da will ich jetzt zwischen den Tomaten jeweils noch rote Rüben rausgucken lassen. Eine rote Rübe ist, ich würde mal sagen, faustdick, deswegen gebe ich dem Pflanzen faustdicken Abstand. Dafür habe ich hier wieder die Aussaaterde, mache mir hier eine Rille rein. 1, 2, 3, 4, 5 und 7. 7 rote Rüben. Und jetzt schön wieder bedecken und andrücken. So, es ist Samstagabend, euer Bereich ist fertig. Wochenende will ich nicht so viel filmen. Aber ja, Andrea und Sana, ich bin gespannt, was daraus wird. Vielen, vielen Dank nochmal für die Spende, für die Pakete, die ihr mir zugeschickt habt. Und ja, eine weitere Spende ist reingekommen von Felix. Hier ist deine Spende, 5 Euro und das habe ich in Kartoffeln investiert. Und ich habe sie schon gepflanzt, ich war gerade fleißig. Und ja, ich kann es kaum abwarten.
Die Kartoffeln von Max und Sano von letzten Jahr, denen geht es richtig gut. Und ich denke, das ist ein würdiger Platz für den Pflaumenbaum, der jetzt umziehen musste. Sehr sandiger Boden ist sehr gut für Kartoffeln. Ja, wenn auch du meinen Garten mitgestalten willst, dann findest du in der Videobeschreibung den PayPal-Me-Spendenkonto-Link. Und dann kannst du mir gerne was spenden, irgendwas dazu schreiben. Und dann werde ich das für dich hier pflanzen. Und nach wie vor, ab jeder 10 Euro Spende gibt es einen Baum. Diesmal wird es aber alles gesammelt in meinem Crowdfunding-Konto, weil die Auspflanzzeit ist jetzt vorbei. Wir haben jetzt keinen Regen mehr. Das ist mir zu riskant, dass sie dann absterben. Das heißt, sie werden alle im November, vielleicht schon ab Oktober, dann gepflanzt. Also sehr gerne spenden und dann entsteht dank euch ein Wald. Neue Woche, neues Glück. Ich starte meine Montage immer ganz ruhig. Und wir haben jetzt Saisonwechsel, das heißt, ich habe auch meinen Morgenroutinenwechsel. Ab jetzt ist meine Morgenroutine immer direkt den Garten zu bewässern. Das heißt, ich bewässere ihn 8 Uhr morgens und 8 Uhr abends in der Regel. Und ja, weil heute Montag ist, setze ich mich erstmal hin, plan die Videos, die ich drehen will. Und auch hier im April ist Hochsaison, weil ich drehe nicht nur die Videos, die jetzt dann online kommen, sondern schon für 2025, die ganzen Sachen, wo ich die ganze Saison filme. Und ja, ich bin überrascht, dass wir noch so viel Wasser haben. Normalerweise ist jetzt in dieser Zeit der Bach schon fast ausgetrocknet. Und ich habe auch von Freunden jetzt noch für schöne Kräuter bekommen. Und die sollen jetzt hier in dieses Hügelkultur. Das ist jetzt meine Aufgabe. Und ich werde dazu auch ein extra Video filmen. Deswegen sehen wir uns gleich. Und nochmal aus der Zukunft. Das ist jetzt ein Monat fast vergangen. Also 3,5 Wochen. Dann schauen wir uns mal an, liebe Sahne und Andrea, was alles von euren Samen gekeimt ist. Ich habe mir zum Glück Notizen gemacht, was ich wo ausgesät habe, damit ich auch ja nichts verwechsel. Sana, dann fangen wir mit deinem Bereich an. Die Zuckererbsen kommen hier schon mal. Na, hier ist die Melone, die sieht aber nicht so glücklich aus. Der Feigenbaum blüht mit Bohnen drumherum. Hier scheint irgendwie eine Kartoffel zu wachsen, warum auch immer. Und die Tomaten kommen, hier habe ich Karotte. Ja, da kommen schon die Karotten, mega geil. Da ist noch eine Reihe Karotte, Tomaten auch. Scheint bisher alles zu keimen. Dann, liebe Andrea, dir gehört dieser Bereich. Das heißt, ich habe hier Pastinake in dieser Reihe, aber da sehe ich jetzt nicht allzu viel. Schauen wir nochmal, Pastinake, ja. Dafür kommen deine Karotten, kommen auf jeden Fall schon mal. Der Rosenkohl, ich glaube, jeder Samen ist gekeimt. Sehr, sehr gut. Dann hier die Tomate. Was hatte ich hier? Hier die Paprika. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob die hier irgendwo ist. Seht ihr jemand? Und ja, hier sind auch ganz viele Beikräuter mit dabei. Ich gebe euch aber auf jeden Fall nochmal einen Zwischenstand in 1-2 Monaten und vor allem auch in 5 Monaten, wenn ich dann all eure Paprika, Pastinake, rote Beete, Tomaten, alles ernte, dann zeige ich euch das natürlich. Und auch hier war ich von, ich sag mal, Zeitmangel und auch auf Schibaritis geplagt. Ich habe hier letzten Winter oder letzten Jahr habe ich gelebt in meinem Auto, habe dort geparkt und will hier jetzt meine Wassersammelstation machen. Das heißt, damit ich keinen weiten Weg habe vom Auto bis hierher, wollte ich dieses Jahr jetzt eigentlich hier einen 1000 Liter Tank hinstellen und man kann über LKWs kann man hier Wasser anliefern lassen und das dann hierher bringen. Problem Nummer 1, ich weiß nicht, ob die Herren, die das Wasser liefern, bereit sind, diese horrible Straße zu fahren. Also die ist echt, echt schlimm. Problem Nummer 2, ich habe keinen 1000 Liter Tank, der kostet 65 Euro. Ich bin gerade dabei, mit einem Freund zu reden, ob er mir einen ausleiht, weil er hat sein Hausbau ein ganzes Jahr verschoben und braucht ihn dieses Jahr nicht. Deswegen fragen wir mal den Robin aus der Zukunft. Robin, was ist jetzt der Plan? Was wird hier hingebaut? Hallo lieber Vergangenheits-Robin. Es gibt relativ schlechte Nachrichten. Ein 1000 Liter Tank kann ich nicht ausleihen. Ein neuer bzw. ein gebrauchter kostet 65 Euro und das kann ich mir nicht leisten. Deswegen habe ich jetzt hier diese Vorrechnung gemacht, um wieder per Hand hunderte bzw. 200 Liter pro Woche von der Quelle zu holen. Und hier einzufüllen. Ich habe eine neue Spende bekommen. Dankeschön. Ich traue mich nicht, deinen Namen auszusprechen. Ich glaube, es ist falsch. 20 Euro hast du mir gespendet. 10 Euro, wie immer, gehen in einen Baum. Und weil mein Food Forest aktuell voll ist,
wird der in das große Food Forest Projekt in das Crowdfunding Konto eingezahlt. Das heißt, die ersten 10 Euro sind gesammelt. Und ja, fragen wir wieder in Zukunft, Robin, was machst du mit den anderen 10 Euro? Ich habe mir für 5 Euro diese Wasseranschlüsse gekauft. Und dann wollte ich mir von den anderen Spenden diese Kartoffeln kaufen. Und überraschenderweise hat der Händler sie mir geschenkt. Das sind die lilanen Kartoffeln. Ich zeige sie euch mal. Da bin ich mal gespannt, wie der Ertrag dann im Vergleich zu den normalen Kartoffeln wird. Aber schaut sie euch an. Sie sollen ein bisschen weniger süß sein, aber für mich ist das schon magisch. Und alle schon am Keimen. Ja, meine Freunde, bevor ich euch erkläre, was hier auf dem Tisch liegt, der Felix weiß es natürlich, der weiß es schon, will ich euch eine krasse Überraschung zeigen, die ich vor 3 Tagen entdeckt habe. Und wirklich nicht weit von mir. Hier soll zukünftig die Toilette entstehen. Beziehungsweise, ich gehe hier schon zur Toilette, aber alles noch sehr provisorisch. Und ich wollte ein bisschen Feuerholz für einen Freund sammeln und habe gedacht, ich gucke mir mal meinen zukünftigen Food Forest an und habe eine ultra geile Überraschung gefunden. Na, seht ihr schon, oder muss ich es euch sagen? Ich habe hier scheinbar eine Quelle. Ich bezweifle, dass die das ganze Jahr über läuft, aber hier habe ich meine Dumpster Dive Ergebnisse rein. Ich habe hier unglaubliches Ergebnis erreicht. Und schaut, hier sammelt sich Wasser und das läuft, glaube ich, hier raus. Und ja, ich weiß schon ganz genau, was ich machen werde. Also erstmal muss ich hier alles säubern, aber jetzt kann ich Swales machen oder das Hügelkultur-Swale. Und ja, seht ihr das hier? Also dort scheint die Quelle zu sein und das Wasser kommt hier. Und jetzt kann ich hier sogenannte A-Lines machen und hier überall Terrassen bauen. Und hier wurden schon 1988 Terrassen gebaut. Das kommt scheinbar aus einer Terrasse heraus. Und ja, dann kommen hier Terrassen hin. Hier soll der Hauptgarten, ihr kennt den. Und jetzt haben wir auch noch den ersten Baum dafür. Also mega, mega geil. Das ist ein Projekt, das ich dieses Jahr angehen werde, zusammen mit dem Hausbau. Und ja, ihr seht hier auf dem Tisch einige geile Sachen, die ich letztes Jahr schon gesammelt habe. Und da möchte ich auf die Nachrichten von Felix eingehen. Ich blende die euch mal hier ein. Er hat mir ein paar sehr geile Ideen gebracht, was ich machen kann. Also zum einen ist es für meinen Hausbau und Allgemeinprojekte. Aber ich habe auch was ganz Besonderes gemacht. Ich habe mich für einen Markt in 2 Wochen angemeldet, für Bushcrafting. Und ja, ich möchte dort ein bisschen Werbetrommel machen für Trailpark Adventure, damit ich zukünftig Tourguide-Angebote mache. Und ich möchte auch selber lernen, dass ich mit Naturmaterialien mache. Das sind alles Holznägel für mein Haus. Also das könnten 3 Nägel sein, sowas. Und davon brauche ich noch hunderte mehr. Dann Eukalyptusrinde, habe ich den Korb geflochten und ja, ganz viele mehr Sachen, ich habe ganz viele Ideen und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal auf eine Idee von Felix ein. Als erstes habe ich mir die Idee mit den Fackeln vorgenommen. Ich habe schon so Gläser für Kerzen und will das so umbauen, dass ich dort Kienspan reinmache und der Kienspan hoffentlich gut genug brennt. Man kann auch den Harz von Kiefer nehmen. Ich habe das noch nie gemacht und habe das hier mal testweise geschaut, wie das funktioniert. Das schadet den Bäumen langfristig nicht. Das heißt, sie werden weiter überleben. Und ja, mit der Fackel muss ich ganz ehrlich sagen, das war dann doch nicht so einfach und ich hatte nicht genug Geduld. Deswegen kommt das in einem anderen Video auf jeden Fall. Die Feuerstelle ist fertig. Oh, what's up? Ja, da wurde ich von meinem neuen Nachbar überrascht. Er hat sich gerade 300 Meter weiter oben Land gekauft. Und dann möchte ich jetzt noch auf ein paar Punkte eingehen, wie es jetzt weitergehen wird die nächste Woche. Also das nächste Projekt wird auf jeden Fall hier alles fertig zu machen, damit ich hier Gäste empfangen kann und für mich dann ein Shelter bauen kann. Auch damit habe ich schon angefangen. Ihr wisst, dieses Jahr will ich mit dem Hausbau beginnen. Das hängt alles noch ein bisschen von meinem Budget ab, von meiner Zeit, von den Projekten, vom Regen, von den Saisonen. Also da gibt es noch ganz viele offene Punkte, ob ich dieses Jahr so wirklich richtig anfange oder erstmal nur das Material rüberbringe oder die Stämme zurechtsäge. Und ehrlich gesagt kribbelt es mir in den Fingern. Ihr kennt es aus dem Video, hier ist die Quelle, die jetzt aber ausgetrocknet ist. Aber mir kribbelt es in den Fingern, diesen Food Forest hier anzufangen. Und das heißt, die Spenden, die ich jetzt gerade von euch erhalte, gehen ja wie gesagt 10 Euro immer in einen Baum. Und die restlichen überbliebenen Gelder werde ich jetzt als erstes in eine Terrasse investieren. Und ich habe vorgestern einen Nachbar drüben getroffen mit seinem Traktor. Und ist noch nicht ganz klar, ob ich es richtig verstanden habe, dass er es kostenlos für mich macht. Ich glaube, ich habe es verstanden.
Aber hier will ich jetzt erstmal eine Terrasse hinbauen und hier gleich so eine Art Swale, damit das Wasser aus dem Bach nächsten Winter dann hier aufgefangen wird. Und so ein Baggerfahrer kostet 35 Euro die Stunde. Das heißt, wir haben jetzt schon fast eine ganze Stunde voll mit euren Spenden. Also vielen, 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 vielen Dank. Und ja, so 2 Stunden schätze ich mal, da wird es an Arbeit sein, 3. Das heißt, ich werde so um die 100 Euro brauchen, damit ich hier eine Terrasse habe. Also dann danke ich all meinen 1000 Followers für diesen ständigen Support und auch meine zukünftig neuen Followers. Abonniert gerne hier den Kanal, findet in der Videobeschreibung den Spendenlink zu PayPal und jetzt auch noch zu Crowdfunding. Falls jemand kein PayPal hat, kann er im Crowdfunding-Projekt spenden und dort wird dann alles gesammelt. Vielen Dank, euer Robin.